Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Und ich sag immer Tahahai, keine Ahnung warum. Aber wir looten mal hier nochmal durch. Und das dürfte, glaube ich, die letzte Loot-Runde sein, bevor dann der Blutmond beginnt, so langsam. Okay, ich habe eigentlich gehofft, dass ich den direkt in den Kopf treffe, aber nein. Ja, explodier. Boom. Ja, reiß ihn in den Tod. Okay. Voll nicht in den Tod gerissen. Okay, draußen rennt auch wieder irgendwas rum. Gehen wir uns mal gerade hier rauf. Ich kann hier so ein bisschen abfangen. Ah, da könnt ihr rein. Hallöchen, Mister. Ciao, Mister. Genau, Rahmenform muss ich nochmal machen. Ich drücke immer E in der Hoffnung, dass sich irgendwas aufmacht. Dass sich das Inventar aufmacht, aber das macht sich mit E gar nicht auf. Nimm die doch direkt mit. Dankeschön. Dann gucken wir mal, ob hier drüben noch irgendwas ist. Ein Handtäschchen. Da geht's runter, da geht's rüber, da geht's rauf. Diesmal gehen wir erst rauf statt runter. Spawnt der vor meiner Nase, ey. Hat ihm aber auch nichts gebracht, der Überraschungseffekt. So, da ist die Leiter. Da kommen wir von dem Zimmer aus hin. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Ja. Bei Zombies. Grüß Gott. Kommt mal hier ran. Schön weit weg von mir. Jetzt kann ich über euch drüber klettern. So, das können wir direkt wieder zerlegen. Genauso wie das hier. Ja, da braucht das Glas, brauchen wir jetzt recht nicht. So, das. Die Dinger sind aber auch neu. Die habe ich vorher nicht gesehen. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Phasmophobia. Diese Stühle, so, nochmal Nägel. Hier oben ist bestimmt auch irgendwo ein Zombie. Ich rieche ihn quasi schon. Aber irgendwie oder auch nicht. So, das können wir zerlegen, komm, das zerlegen wir auch. Braucht man das? Ne, das zerlegen wir auch. Dann habe ich mittlerweile so viele Relais und wir werden bestimmt noch einige paar finden. Okay, hier ist doch null nichts nada. Können wir zerlegen. Stahlbrustpanzer. Tragen. Ah, aus Alteisen. Dann muss ich erstmal das mitnehmen. Das packe ich erstmal da rein, damit ich das nämlich verändern kann. Ach, der ist nur Stufe 1. Okay, ne, Stufe 1 bringt er mir nichts. Dann muss ich hier wieder alles reinpacken. Genau, dann ziehe ich das nämlich wieder an. Auch wenn hier jetzt mehr Rüstung und sowas drauf ist, aber das bringt mir so nichts. Kann ich hier jetzt alles mitnehmen? Und dann gehen wir in den Keller.
wo ging es in den Keller nochmal runter? Hier, ne? Ja. Und da geht sogar auch nochmal rauf. Toll. Um den Müll mitzunehmen. Wo einmal Fleisch drin ist, jawohl. Da ist nichts. Da kann ich auch maximal wieder zerlegen, benutzen. Mal gucken, was hier sonst noch so ist, aber ich glaube nicht mehr viel. Hallo, die Dame. Tschüss, die Dame. Oh, Messing. Messing, Messing, Messing. Direkt zerlegen hier. Hier ist nichts mehr. Hier war noch Kohle. Da ist auch nichts mehr. Jägermod, das nochmal bestätigen. Dann pumpen wir unser Fahrrad nochmal voll und gucken mal, ob wir das nächste Haus nochmal looten können. Weil wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum Blutmond. Wenn ich jetzt nach Hause fahre und alles wegbringe, bringt es das gar nicht. So, Sonnenschein und trotzdem Regen. Ich hoffe, die Wetteranimation und alles drum und dran wird dann auch wieder besser mit dem Update. So, genau. Kann man benutzen. Dann fahre ich mal hier rüber zu dem Haus noch. Richtig am Sliden hier. Papier. Hier dürfte nicht so viel drin sein. Können wir uns sogar noch ein zweites Haus erlauben, weil hier ist nämlich nur kaputt und abgebrannt. Eine Toilette, dann kommen wir hier rauf. Dann ist hier aber auch nicht mehr viel. Genau, die Treppe, die ins Nichts führt, außer halbwegs runter. Ja, das war's auch schon. Ha! Okay, das war kein Haus, das war ein Wrack hier. Ja, das steht mir voran. Aber immerhin. Briefkasten gehabt noch. Oh, hier geht's dann auch runter. Hier ist bestimmt auch unten der Bär. Der große böse Böer. Gucken wir mal. Okay, ich habe auch keinen Platz mehr. Das benutze ich direkt. Manche Sachen brauche ich halt echt nicht aufheben. Gerade auch so bei Kleinstbeträgen. Das brauche ich nicht. Knochen brauche ich nicht. Das kann ich immer noch zerlegen. Mal hier. Hier brauche ich gerade gar nicht. Aber wenn ich jetzt hier reingucke, vorsichtig reingucke. Genau, ist da nämlich der Bär. Den will ich nicht. Ist mir dann doch zu gefährlich. Wenn ich die Schrotze oder so dabei gehabt hätte, ja. Dann hätte ich. Jetzt sagt nicht, der kommt trotzdem. Er kommt trotzdem.
Jetzt muss von hinten einer kommen, oder was? Ah, von da drüben. Da sieht man mal eigentlich entweder, wie stark der Bär ist oder wie schwach die Pistole eigentlich ist. Aber ich will mich mit dem Bären da unten nicht per Du anlegen. Weil dafür ist er eindeutig viel zu krass unterwegs. So, ja, das haben wir. Da ist nur Zement und sowas. Hier könnte man noch looten. Grüß Gott. Sag mal, wie viel hältst du aus? Zu viel für meinen Geschmack. Nee, also Honig schmeiße ich definitiv nicht weg. Wenn es dazu kommt, dass ich was wegschmeißen muss. Ich habe nur einen. Eben hat es auch mit einem geklappt, aber die Chance, dass das nochmal passiert, ist sehr gering. Direkt mal nochmal was voressen. Ah, ne, den Kochtopf brauche ich jetzt nicht. Das mache ich mal kaputt, damit das neu spawnen kann. Ja. Regen. Das kann man noch mitnehmen. Machen wir hier eine schnelle Tour, weil, sag mal, so langsam müssen wir dann wieder zurück. Das Bier können wir wegtun, aber ich hätte gern das Essen noch mitgenommen. Dann zerlegen wir mal das und nehmen das dann mit. Blei und Eisen auch immer sehr, sehr gerne gesehen. Ist noch im Keller. Hallo, Officer. Das braucht keiner. Das kann ich benutzen. So, Handfeuerwaffen. So, ganz kurz. Ja. Traumform können wir zerlegen. Da kommt. Ah, ich dachte, da kommt Holzfäller Joe wieder raus. Hat sich zumindest so angehört. Ah, jetzt habe ich aus Versehen die Tasche kaputt gemacht. Egal. Passiert im Eifer des Gefechts. So, Knochen tun wir weg. Schmerzmittel nehmen wir noch mit. Knochen, leere Dose. Kann man noch zerlegen. Holz brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr wirklich. Aber was wir haben, haben wir. Habe ich hier gar nicht nach Kupferleitung geschaut. Farbstoff. Farbiger Farbstoff. Nein, nicht tragen. Verlegen, dankeschön. Okay, jetzt sind wir einmal die schicke Runde gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob es noch ein Stockwerk nach oben geht.
Da geht noch eins nach oben, direkt hier. Da ist Holz für den Job. Einmal schön Seite nach hinten gemacht und zack. So, hier können wir wieder was lernen. Hier ist nichts. In dem Koffer ist noch was drin. Die können wir aber auch direkt zerlegen. Geheimnis, mehr oder weniger. Hallo, ich bin wissbegierig. Gib mir Unterlagen zum Lernen. Ah, da kann ich ein Chili Hotdog lernen. Sehr schön. So, Elektroteile brauche ich eigentlich gerade nicht. Aber wir nehmen sie trotzdem raus, damit sich der Loot regenerieren kann. Das haben wir hier. Das können wir benutzen. Das können wir wegtun. Verlegen. Schrotflintenteile. Ja, weg damit. Nutzen. Auch raus, damit sich das regenerieren kann. Benutzen, zerlegen, benutzen, zerlegen. Auch wenn ich viel davon spreche, was ich gerade tue. Aber dann haben wir die Hütte eigentlich einmal auf links gedreht. Ja klar, bei so einer schnellen Runde kann es dann wieder sein, dass ich irgendwas übersehen habe. Aber die sind alle leer, fauler Müll. Einmal rausrennen zum Fahrrad und nach Hause düsen. Beziehungsweise einmal schnell zum Händler und verkaufen. Und das wäre jetzt so Qual Status Quo, wo ich sage, wir fahren jetzt noch nach Hause, das lasse ich jetzt noch laufen. Und dann würde ich das bis zum Blutmond abwarten, würde ein bisschen Kisten sortieren, die Waffen schon mal in die Hand nehmen und alles drum und dran. Damit wir das wenigstens schon mal haben. Vielleicht schaffe ich es mir noch die 4er AK-47 zu bauen. Ich glaube, ich habe in der Werkbank unten noch eine Eisentür, die ich mir auf jeden Fall hinmachen muss. Genau, Schrotflintenteile hätte ich hier gehabt. Stahlwerkzeug, Schockstabteile. Kann ich jetzt erstmal gegen das Blei tauschen. Und ah, Schrotflintenteile nehme ich. Ne, Schrotflintenteile behalte ich mal, aber die Stahlwerkzeugteile verkaufe ich. The name's Jenny, but you can call me Dr. Jen. Dr. Jen, hallo, ich will dir was verkaufen. Leder kann man eigentlich auch verkaufen. So, davon das hier weg. Ne, Munition behalte ich. Knochen, bitteschön, kriegst du geschenkt von mir. Baupläne habe ich noch alle. Hier haben wir nichts. Große Rohre, Waschbecken, nein, nein. Dietrich, Eisenschaufel, nein. Da brauche ich im Moment nichts. Aber vielen Dank für deine Chitons. Yes, tue ich. I feeling me better. Olperdi-dolperdi. So, und der droppt jetzt einen gelben Rucksack. Danke für gar nichts. Ist dahinter noch einer? Da ist noch einer. Du droppst einen gelben Rucksack. Dann nicht, mein Gott.
Die droppen halt einfach gar nichts. So, ja, also wie gesagt, ich gucke jetzt, dass ich ein bisschen sortiere, mache mich schon mal für den Blutmond ready. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge direkt zum Blutmond wieder, würde ich sagen. Jetzt in der Zeit kriege ich vielleicht nicht mehr so viel geschafft, deswegen wird da ein harter Cut sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Bis dann. Ciao, ciao.